als ich kommt, meine Ansage ist eine Freude am Wort und heute geht es um das Thema Beziehung an sich. Ja, es gibt viele Arten von Beziehungen. Es gibt einmal die freundschaftliche, es gibt die partnerschaftliche, es gibt die Geschäftsbeziehung und die Liebesbeziehung. Nun ist es so, es gibt den Spruch, die Liebe darf nicht die Karriere stören, die Karriere darf nicht die Liebe stören. Was heißt das denn? Im Grunde ist es ja so, die meisten, wenn die zusammenkommen, manche lieben sich, also diese Emotionen quasi. Und die Leute, die dann zusammengekommen sind, verbringen sie sehr viel Zeit, ja, neben dem Beruf. Aber die meisten oder einige machen den Fehler, sie machen aus dieser Emotionsphase heraus, denn der Mensch ja auch emotional geladen ist und Emotionen überwiegend emotional entscheidet, also nicht rational, sondern emotional, auch wenn die meisten das nicht wahrhaben wollen, machen sie das so, dass sie sich ein Bein in ihrer Karriereleiter bzw. im Beruf stellen. Sie setzen den Partner an oberste Stelle und die Verpflichtungen, die sie haben, also arbeiten gehen oder ein Geschäft leiten, vergessen sie. Und das ist genau das, was man nicht machen sollte. Denn im Grunde ist es ja so, diejenigen, also Miami und Co., wo die da leben, die haben ein Netzwerk. Beim Netzwerk ist es so, das Netzwerk ist machtvoll in dem Sinne, weil die Leute, die geschäftlich aktiv sind, die machen das in dem Sinne, dass sie, die haben natürlich auch eine Frau zu Hause, aber wenn sie jetzt unterwegs sind, dann sagen sie sich, oh nein, ich darf nicht mit denen reden, das ist ja eine Frau, das ist ein Mann und mein Freund hat was dagegen. Das ist Bullshit. Weil damit stellt ihr euch einen eigenen Grabstein für eure Karriereleiter. Wenn ihr mit Leuten geschäftlich agiert, müsst ihr euch auch mit denen unterhalten und dann müsst ihr auch hin und wieder mal geschäftlich mit denen für ein paar Tage verreisen. Aber das heißt nicht, dass ihr mit dem oder mit ihr was anfangt. Denn da setzt ihr euch die Grenze. Seid ihr so treu und setzt euch die Grenze und sagt, ich habe einen Freund oder ich habe eine Freundin zu Hause. Und ich mache hier Schluss, also wir sind auf Geschäftsebene, wir sind vielleicht normale Freunde, aber nicht mehr und nicht weniger. Oder aufgrund Alkohol und Co. werdet ihr da weitergehen. Das ist eure Entscheidung. Und diejenigen, die wirklich geschäftlich aktiv werden wollen, die müssen auch einsehen, dass ihre Partner auch im Berufsleben mit anderen Leuten kommunizieren müssen. Und das heißt nicht, dass der Partner automatisch oder die Partnerin einen hintergeht. Deswegen, das war Alexander von Lernbord. Auf Wiedersehen.